Herzlich willkommen bei Möhnesee Barbecue. Ich bin René und ich habe hier eine leckere Zigeunersoße. Wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch gleich. Bleibt dran! Für die leckere Zigeunersoße benötige ich als allererstes natürlich Paprika. Ihr seht, ich habe hier eine rote, eine grüne und eine orange. Hier habe ich ein paar Gurken, 5 Stück, 2 mittlere Zwiebeln, alles schön in kleine Streifen geschnitten. Da habe ich etwas guten Tomatenketchup. In meinem Falle sind das jetzt gute 750 Milliliter, weil ich etwas mehr mache. Da habe ich 400 Milliliter Rinderfond. Hinzu kommen bei meiner Menge jetzt 3 Esslöffel Tomatenmark, 1 Teelöffel Paprikapulver und dann brauche ich nachher zum Abschmecken noch etwas Zucker. Ich nehme hier Braunzucker. Da habe ich noch etwas Gurkenwasser, Salz, Pfeffer und etwas Öl zum Anschmoren. Das Ganze mache ich heute in meinem 4,5er Dutch Ofen. Legen wir los. Als erstes feuern wir erstmal den Dutch Ofen an, dass er ein bisschen auf Temperatur kommt. Da geben wir dann etwas Öl hinzu. Das Öl ist nun etwas auf Temperatur gekommen. Ich habe den Regler runtergedreht auf kleine Hitze. Und jetzt geben wir erstmal das ganze Gemüse da rein und braten das bei, wie gesagt, kleiner Hitze glasig an. Wenn das Ganze dann so aussieht, das Gemüse also schön weich geworden ist, das hat bei mir ungefähr 10 Minuten plus eine AC/DC-Song gedauert, also rund eine Viertelstunde, kommt nun das Tomatenmark mit hinzu. Eben noch ein bisschen mit angedünstet. Derzeit können wir die Temperatur bzw. die Flamme schon mal wieder ein bisschen höher stellen. Damit es dann gleich aufkochen kann. Also es riecht schon nach dieser leckeren Soße, dieser ganz typische Geschmack. Paprika, Gurke. Ah, lecker. Außerdem sagt der Minister immer beim Grillen oder Kochen oder ähnlichen Tätigkeiten Flüssigkeit zu sich nehmen. Ne? Prost! So! Kommt der Ketchup.
Und dann kommt jetzt gleich noch der Rinderfond dazu. Und dann kochen wir das Ganze auf. Wenn die Suppe dann so am Köcheln ist, dann geben wir die anderen Gewürze hinzu. Und schmecken das Ganze dann ab. Essig und beziehungsweise Gurkensud. Man kann auch Weißweinessig nehmen. Ich nehme jetzt den Gurkensud. Und dem Zucker, da muss man dann natürlich gucken, dass man eine schöne Balance findet zwischen Süße und Säure. Aber wir haben ja schon Gewürzgurken drin. Also eine gewisse Säure ist ja schon vorhanden. Probiere ich jetzt erstmal. Okay. Kleiner Schluck kann noch dran. Jetzt richte die Temperatur wieder etwas runter und lasse das Ganze nochmal so 20 Minuten vor sich hin köcheln. Dann sehen wir uns gleich wieder. Gute 20 Minuten später sieht die Soße nun so aus. Ist etwas eingedickt. Glänzt schön, schmeckt perfekt. Für meinen Sinn. Und ja, ich richte dann mal was an, mache ein Tellerbild und dann sehen wir uns noch zum Probieren. Und hier ist sie nun, die Zigeunersoße zum Probieren mit einem kleinen Schnitzelchen. Habt ihr zwischendurch ja gesehen. Und jetzt probiere ich natürlich für euch noch. Ein Träumchen. Da werden Kindheitserinnerungen wach. Schmeckt genau wie bei Oma. Dieses Spiel zwischen Säure, der Gurken und so weiter, der Süße, der Paprikageschmack und dann dieses knusprige Schnitzel. Ihr solltet das unbedingt mal ausprobieren. Und ja, die genauen Zutaten, wie gesagt, findet ihr immer unten in der Infobox. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Und da unten links könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ist völlig kostenlos. Klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ich bleibe euer René vom Möhnesee Barbecue. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.